Ihr okkultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben, nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um und kommen zurück, pünktlich zum Tee. Los jetzt. Ich schalte den Alarm aus. Wolfenstein. Sie gehen zu Helgas Forschungszentrum. Wir bleiben bei Funk im Kontakt. Halten den Kanal auf. Seilbahnplattform. Die stark befestigte Seilbahnplattform bildet den einzigen Eingang zur Burg Wolfenstein. Wir haben es in Burg Wolfenstein hineingeschafft, müssen jetzt einen Weg zu Helgas Forschungszentrum finden. BJ in geheimer Mission. Es war nicht einfach, eine Uniform zu finden, die zu BJs muskulöser Statur passt, also ließ die OSA eine passende Uniform beim Schneider anfertigen. Bin jetzt im Aufzug. Verstanden. Wache gesichtet. Ich schalte sie aus. Hey, Waffe. Eine Standard-Nebenhandwaffe, häufig von Regimekommandanten verwendet, nützt sich im Kampf gegen leicht gepanzerte Gegner aus geringer Entfernung. Drücke RT zum Schießen und LT zum Zielen. Drücke X zum Nachladen. Drücke rechts, um den Schalldämpfer der Pistole an- und auszuschalten. Ein Standardgewehr des Regimes mit Wahlschalter, um zwischen automatischem und salven Schussmodus zu wechseln, nützlich im Kampf gegen mehrere Gegner aus mittlerer Entfernung. Drücke rechts, um zwischen vollautomatischem und salven Schussmodus zu wechseln. Drücke RT zum Schießen und LT zum Zielen. Drücke X zum Nachladen. Drücke und halte RB, um das auf. Ja. Was ist hier denn los? Wenn du zwei Waffen gleichzeitig aufsammelst, kannst du eine in jeder Hand ausrüsten. Akimbo. Akimbo mit schweren Waffen schränkt deine Beweglichkeit ein. Drücke hoch, um Akimbo an- und auszuschalten. Drücke und halte RB, um Akimbo im Waffenmodus auszuwählen. Drücke links, um den Schussmodus der linken Waffe zu wechseln. Drücke rechts, um den Schussmodus der rechten Waffe zu wechseln. Nutzen vom Forschungsassistenz Winkler, 28. Februar, im Zuge eines Experiments an Objekt Nummer 12.1 aus der Ausgrabungsstätte in Wolfburg kam Forschungsassistent Ernst Ziegler bei einem Brand zu Tode. Als Herr Ziegler versuchte, das Objekt in Betrieb zu nehmen, ereignete sich eine kleine Explosion. Sein Oberkörper fing Feuer und die Flammen breiteten sich schnell bis zum Kopf aus. Wir versuchten alles, um das Feuer zu löschen, aber schließlich erlag er seinen Verbrennungen. Nun muss ich seiner Frau einen Brief schreiben und ich muss mir eine gute Erklärung überlegen. Nummer 12-1 ist ein merkwürdig aussehendes Gerät, das aus einer Reihe optischer Linsen, einer Brennkammer mit Spuren von Magnesium und weiteren bisher unidentifizierten Komponenten besteht. Wir haben das Gerät auf etwa 964 nach Christus datiert. Vermutlich war es als stationäre Waffe für größere Schlachten vorher gesehen. Es ist unklar, ob es jemals im Einsatz war oder ob jemals ein Exemplar gebaut wurde, das seinen Benutzer nicht im Brand steckte. Könnte dieses Gerät
das sein, was Albert Einstein in seinem Papier zur Quantentheorie der Strahlung als Laser bezeichnete? Weiß ja, so könnten wir an der Schwelle der größten wissenschaftlichen Entdeckung des Jahrzehntes stehen. Sobald die Sicherheitsprozeduren verbessert wurden, werden die Experimente fortgesetzt. Gottfried Winkler. Muss ein Vorteil erscheinen, das wird Besserung. Ein Vorteil erscheinen, besonders für Besserung 2. Wo versteckst du deine Geheimnisse? Wir sind im Forschungszentrum. Mal sehen, wo Helga die erwartet. Sieht aus, als wäre die Akte nicht da, wo sie sein sollte. Ich muss Kessel mit dem Funkgerät kontaktieren. Er ist unser Kontaktmann vom Widerstand im Dorf. Ihr Speer, rufe Falkennest. Falkennest, over. Hier Falkennest, over. Falkennest, wir können Lucys Geschenk nicht finden, over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann. Over. Roger, Speer out. Verdammt, halten Sie sie auf!
Hier ist der Teufel los, muss Wesley verteidigen, während er noch einen Ausgang sucht, dann hauen wir noch verdammt nochmal ab. Ich arbeite dran! Scharfschütze. Diese Elite-Soldaten sind herausragende Scharfschützen und mit dem tödlichen Bombenschuss-Karabiner bewaffnet. Sie besitzen ein Visier, dessen Hilfe sie Ziele über größere Entfernung haben. Notiz von Forschungsassistent Lang. 4. Januar. Helga ist die ganze Woche über bei einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt. Ich habe ihm die Hand gegeben. Er schien mir ein angenehmer Zeitgenosse zu sein, aber seine Hände waren klamm und kalt. Und da war dieser leicht unangenehme Geruch. Helga hat mir in der Zeit, in der er sich um unsere Gäste kümmert, die Leitung der Forschungsgruppe anvertraut. Erwähnenswerte Entdeckung, alter Bauplan zwischen zwei Holzverkleidungen, scheint beim Bau dieser Burg verwendet worden zu sein. Die Burg wurde von König Otto erbaut und soll auf seine Feinde groß beeindruckend und einschüchternd wirken. Irgendwann muss damals ein toller Anblick gewesen sein. Zum damaligen Zeitpunkt zweifellos eine beeindruckende technische Errungenschaft. Als ich mir die Skizzen ansah, bemerkte ich einige Räume, zu denen ich keinen Eingang finden konnte. Gibt es vielleicht einen verborgenen Öffnungsmechanismus. Ich werde Helga sofort unterrichten, wenn sie nicht anderweitig zu tun hat. Könnte es sich dabei womöglich um König Ottos verstohlenen Schatz handeln? Lang. Wie sieht's mit dem Ausgang aus, Wesley? Schöne Scheiße, was, BJ? Wir haben noch eine Chance. Kessler weiß was. Tja, wir werden hier nicht rauskommen. Hier, ich habe einen Weg da drauf gefunden. Kommen Sie, ich helfe Ihnen hoch. Wir treffen Kessler am Dorfgasthaus. Verstanden. Geschafft! Kommen Sie schnell! Eine doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 mit Kipplaufsystem. Sehr wirkungsvoll auf kurze Distanz. Drücke RZT zum Schießen und X zum Nachladen. Hier hoch! Jetzt gibt's kein Zurück mehr, BJ! Immer weiter! Immer weiter! Scheiße! Bethesda Softworks. Presents
Again by. Machine Games. Wolfensteiner Blood. Teil 1. Rudi Jäger und die Höhle der Wölfe. Kapitel 1. Gefängnis. Oh Mann, Blaskovic, du bist ganz schön fertig.